Eindringliches Sekret, dafür bekommst du von mir 5 Gold. Oh, ich habe eine Schleimprobe. Yes, 1 von 6. Ja. Ich bin fertig. Ich müsste nur noch die Kugel an den anderen beiden Orten benutzen. Es reicht, wenn du das gemacht hast, Kiki. Ach so, habt ihr das nur bekommen? War ich nah genug dran? Also, ich hab's bekommen. Ich hab's nicht bekommen. Ha, ich bin noch rechtzeitig mit hingeflogen. Sag, warum machst du das auch einfach heimlich? Weil ich's kann. Nur weil du schon fertig bist. Nee, fertig bin ich auch noch nicht. Ich brauche auch noch den dritten. Wo muss man die Kugel einsetzen? Im Baum? Ja, in... Da gibt's immer so... Da gibt's drei so komische Höhlen und in denen muss man... Da muss man da ganz rein und dann die Kugel benutzen. Was jetzt scheiße ist, ist jetzt der Chaosblitz, der one-hittet die Viecher jetzt komplett. Jetzt kann ich keinen Schatten brauchen. Mann. Okay. Polski. Kilian, die Socke, benutzt schon wieder die Kugel, ohne was zu sagen. Nee, die hab ich diesmal nicht benutzt. Polski. Ei. Genau, verwandel dich in einen Hirsch. Meine Katze möchte auch mal Hallo sagen. Ja, ich wollte es gerade fragen. Ja. Irgendjemand ist Katze, beschwert sich gerade. Die will wahrscheinlich wieder knuddeln. Ist ja schon wieder schmusebedürftig, die Katze. Meine Mutter dekoriert den Weihnachtsbaum und ich bin am Zocken. Also möchte die Katze Aufmerksamkeit und schmusen und am besten was zu fressen. Vielleicht verwandelst du dich in einen Hirsch. In einen Hirsch? Ja. Wieso das? Weil dein Ride ist. Nein, ich möchte aber nicht mit einem Hirsch kuscheln. Das fände ich uncool. Vor allem ist dann mein Bett ziemlich voll. Ja. Oder mein Zimmer ziemlich voll. Je nachdem. Hauskatzen sind Gnomendruiden. Gnomendruiden? Ja, die sich in eine Katze verwandeln haben. Sehr viel Angst. Das ist sehr, sehr gruselig. Ja. Ich muss gerade an den Lepra-Gnome aus Hearthstone denken. Umarm mich tief. Umarm mich lang und fest. Also untersucht eure Katzen ganz genau. Es könnte sein, dass sie euch nachts begaffen. Das sind Nein, tut oder sie so. Nicht. Sie wird nämlich aus seinem Zimmer ausgesperrt. Ja, dann hat der Gnome aber Pech gehabt. Kiki, du fetter Kobold, hast du schon wieder die Quest abgeben, oder was? Ja. Ja, ich bin noch nicht mal ansatzweise fertig. Dann kannst wenigstens ein paar EP aufholen, während ich nicht da bin. Ein paar EP aufholen, weil ihr das mit Mobs so einfach schafft. Und zumindest ein bisschen. Irgendwo muss man ja anfangen. Läuft gerade eins meiner Lieblingsmusikstücke. Ich krieg nur noch 3 Fähigkeiten. Bis Level 90. Ja, dann los, soll ich mich wieder ärgern? Ich hatte gestern Onigiris. Oh. Was hattest du? Reisbällchen. Ich glaube, ich muss dir mal ein Care-Paket schicken, oder? Irgendwie schon, ja. Ganz viel Sushi und Onigiris und... Ach ja, ja. Dominik war ja derjenige mit dem Sinn. Die Uschi. Ich
finde es sehr faszinierend, dass Bloody schon seit ungefähr eine Dreiviertelstunde hier im TS ist und nichts sagt. Eigentlich wollte ich mir Pizza bestellen, aber ich glaube, ich bestelle mir heute Sushi. Apropos, wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? 1:20, also 40 Minuten bräuchten wir noch. Haben wir schon über die Hälfte. Apropos über die Hälfte, ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Ich hab ja was zu trinken. Ich hab mir auch vorher noch was geholt. Ich bin gleich fertig, ich muss noch kurz mir eingießen. Übrigens, Kiki, die von den 2 Flaschen Met, die ich mir gekauft habe, ist eine weg. Okay. Echt? Hast du da eine schon vernichtet? Ja, halt immer so jeden Abend ein Gläschen Met. Schuld ist nur der Met. So. Was? Hab ich mal in unserer Zeit hier mal wieder geholt, also aus Rauch. Und jetzt, wo ich gerade zu meinem Glas da stehen sehe, sehe ich, meine Wohnung ist schief. War's da schief? Herzlichen Glückwunsch, du kannst in deiner Wohnung Skateboard fahren. Okay, dann kennt die Größe meiner Wohnung, da ist nicht genügend Platz. Schau mal. Ich meinte das eigentlich immer im Sinne von... schönes Mount. How I Met Your Mother. Wo die Tür aufmachen, und ab in den Flur. Falle. Und dann gleich noch die Treppe runter. Hm. Also Chrissy, hast du's bald? Moment, ich muss einen Schluck aus meinem Glas nehmen, damit es nicht überläuft. War einfacher zu fahren als damals. Wie hieß das nochmal? Die Goldschlange? Die habe ich ja bis heute noch nicht. Da hatte ich keinen Nerv dafür. Welche? Was denn? Ja, hier Kaiser Schauhau, diese Goldwolkenschlange da. 100.000 Münzen. Ich hab sie. Ja, ich hab sie auch. Ja, du hattest sie sogar vor mir. Die zeitlose Insel. Ja, ich hab sie. Du den Nerv dazu hattest, den Scheiß zu machen und ich nicht. Ich hatte da irgendwie Bock drauf. Frag mich nicht warum, das war irgendwie so seltsam. Ich habe ja auch die ganze Zeit. Ich wollte haben und dann ist es nichts geworden, weil dann hatte ich keine Lust mehr. Schon wieder? Ey, ich hasse das, wenn die das so machen. Was ist los? Schon wieder kann das kein Schwein looten, nur einer. Okay, die Quest dauert auch wieder ein bisschen länger. Ich werde aber die ganze Zeit als Vogel rumfliegen, weil es geht schneller aufzumachen. Ne? Vogel! Vogel. Hast du die Glyphe drinne? Welche Glyphe? Dass dein Richtertal aussieht wie ein Schwert, wenn du ein Schwert in der Hand hältst. Moment, ja, hab ich. Klingt die Animation ändern sie auch, ne? Mit Legion. Okay. Da kommt das Richtertal nicht mehr von oben, sondern man wirft es auf den Gegner. Wie den Hammer. Der Rechte, also den Hammer des Zorns.
den es ja dann nicht mehr gibt. Der da hinten gehört mir, dass das klar ist. Bleibt's weg. Da sprintet er schon hin. Bleib halt mal stehen, Akito. Emma. Da kommt einfach nur ein Chaosblitz und der one-hittet den. Ey, kein Blut. Die haben alle kein Blut. Was haben die stattdessen? Schnee? Letzt mich doch schon? So viel ihr wollt. Ich bin's bei 6. Ja, ich hab 3. Eure Fairbergs haben alle kein Blut. Ja, die bluten Wasser. Wasser will man ja nicht haben. Okay, ich hab alle. Nein, du hast sie nicht mehr alle. Das hat keiner von uns. Das stimmt. So. Jetzt brauche ich nur noch diese andere Geschichte da. Andere Geschichte? Es war einmal ein Blaubarsch, der war so hässlich, dass er gestorben ist. Ende. Dass alle anderen gestorben sind. Achso, ich dachte, er ist gestorben. Ja, wir haben ja schon wieder diese eine Quest hier. Aha. Meldet euch bei Grian Starkmantel. Schon wieder. Ja, und du hast das beim ersten Mal nicht richtig gemacht. Wir haben Schuld, Lebensschuld bei Isen. Die Quest gab es ja damals in Westfall. Meldet euch bei Grian Starkmantel. Und hier in Northrend ist er halt nochmal. Ich weiß ganz genau, bei welchem Charakter war das nochmal? Ich glaube, mit den Krieger habe ich die Quest nie weitergemacht und eigentlich ist die ganze Zeit Westfall am Brennen. Bei mir. So wie bei Lukas eigentlich schon die Welt untergehen müsste, weil er die Weltensäule nie zusammengebaut hat. Stimmt, ja. Er hat nie Tiefenheim durchgequestet, weil er es für unnötig hielt, weil er Inschriftenkunde hatte und auch so an seine Schulterverzauberungen damals rangekommen ist. Deswegen hat er Tiefenheim nie fertig gequestet und hat die Weltensäule nie zusammengebaut. Okay. Die kämpfen wahrscheinlich immer noch darum, dass nichts zusammenbricht. So, oh mein Gott, noch 10 Sekunden! So irgendwann mal so nach 3 weiteren Addons irgendwo ganz tief in Tiefenheim. Jetzt ist er kaputt. Die Weltensäule. Ah! Was ist das? Zauberstab. Schon wieder ein grünes Epic. Jo, 147 Zaubermacht. Ich sehe gerade, die erste Folge von der gesamten Aufnahme kommt ja sogar am 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag. Oho. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, ist Weihnachten schon wieder längst vorbei, also dem Moment, wo die Folge rauskommt, in der ich das gesagt habe. Alles sehr verwirrend. Ja. Fertig! Das ist voll tiefgründig, Mann. Muss ich noch da hinten hin? Rodians Geschichte. Und denkt immer dran, Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Die sind sehr lehrreich.
Ja, die weisen Worte des Dr. Johnny Havanna. Die beste Verabschiedung ever. Ich sag nur die Tomaten nicht. Oh ja. ich bin vorbei. Moment, wie lange haben wir denn jetzt eigentlich schon? 1:30. So, was muss ich denn hier machen? Das heißt, aber wahrscheinlich wieder mit diesen Bären reden, ne? Ja. Ich bin mal ganz, ganz kurz AFK. Muss schnell wohin. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Die sind ja sogar nicht feindlich, die Verwolfs hier. Naja, die Rotfänge, mit denen sind wir ja verbündet. Aber Hauptsache, wenn ich mit dem Mouse-Over über die gehe, steht da, man kann von dem...